Ich grüße dich. Es geht um das Thema Wert des Alleineseins. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich schon mal ein Video über dieses Thema gemacht habe, aber ja, es kam gerade so der Impuls in den letzten Tagen, wieder mal darüber zu sprechen. Wie immer bei solchen Videos, wo es um die Bewusstwerdung und auch um die Persönlichkeitsentwicklung geht, es ist einfach mal unsere Meinung, unsere persönliche Ansicht. Es kann was dran sein. Es kann so einigermaßen der Wahrheit entsprechen, manchmal mehr, manchmal weniger. Wichtig ist immer auch, wie das bei dir selbst anklingt, was du dann selbst damit machst, gell? Also es gibt sicher viele andere Ansätze auch bei diesem Thema. Und vielleicht ist es auch so, ja, dass wir, beziehungsweise dann ich als Peter Schneider, relativ einfach über dieses Thema sprechen kann, weil das schon in meiner Geburtstagskonstellation drin ist. Also ich jetzt nicht gerade ein Eremit bin, also nicht gerade ein Einsiedler, aber ich liebe es außerordentlich, schätze es außerordentlich, zwischendurch wieder mal alleine zu sein. Zum Beispiel in der schönen Natur, das kann auch sonst wo sein. Einfach nicht bloß unter Menschen, unter Leute. Das geht nicht. Ja, also wieso mache ich denn dieses Video? Ich möchte einfach die Anregung geben, dass es Sinn machen kann, ich meine jetzt nicht generell, dass es Sinn machen kann, ab und zu alleine zu sein, sich mit dir selbst zu beschäftigen. Weil wir denken, dass wenn du immer Betrieb hast, immer um andere, ja, immer mit anderen Menschen zusammen bist, du kannst gar nicht tiefere Betrachtungen machen, du kannst gar nicht reflektieren richtig, du, ja, mal irgendwo hinzuschauen, ja, dich zu vertiefen, ja, zum Beispiel zu schauen, auch was von der Tiefe her, von deiner Seele her, von anderen Quellen her kommt. Das geht ja meiner Meinung nach einfach am besten, wenn du dir Zeit nimmst für dich alleine, eben in die Stille, Ruhe, Entspannung, ja, vielleicht auch Meditation oder Trance oder sonst etwas gehst, aber wenn du immer Action hast, immer Betrieb hast, geht sowas nicht. Also der Grund, wieso wir das empfehlen, eben ab und zu alleine zu sein, ist einfach, dass du somit die Gelegenheit bekommst, ja, zu wachsen, zu mehr Bewusstsein zu gelangen. Es tut einfach gut. Ja. Wir meinen nicht damit, dass stetige alleine sein. Das ist sicher nicht schön. Also da, wenn es Menschen gibt, die da ständig allein sind oder die sich da alleine fühlen, also das meinen wir natürlich nicht. Wir meinen einfach, dass es gut ist, ab und zu mal eben zum Beispiel für dich in die Natur hinauszugehen, oder das kann natürlich auch sonst an ein schönes Ort oder stimmiger Ort sein, oder mal alleine etwas zu unternehmen, oder das kann natürlich auch den Ausgang, kann natürlich sonst irgendetwas sein, aber einfach so, dass du eben dann dazu kommst, auch mit dir selbst zu beschäftigen, sich Gedanken zu machen über dies und das. Ja. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, aber eben einfach, wir finden einfach, es ist wichtig, dass sich gewisse Dinge zeigen kann, eben, ja, eben einfach mal alleine für dich zu sein. Okay, ja, wir wünschen dir da gute Impulse, auch eben in Zeiten des Alleineseins, gute Erkenntnisse und auch Lösungen.